So, und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Anno 2205 in einer neuen Folge. Ich musste leider gerade das Spiel neu starten, weil ich wollte eigentlich gerade nur kurz mal rauszappen und den Timer resetten, weil ich ja in der letzten Folge dann danach ein kleines Päuschen gemacht habe. Und danach war das Spiel schwarz, zumindest von dem, was man sehen konnte, aber nicht funktional. Ich habe es aber geschafft, es wenigstens sauber zu beenden, also unsere Daten sind gespeichert. Ja, unser nächstes Hauptziel, wie gesagt, wäre das Firmenhauptquartier. Und da brauchen wir jetzt noch ein paar Investoren für. Also, ja, also wir haben jetzt schon mehr als ein Drittel. Das sollte nicht das Riesending sein. Wir müssen aber jetzt hier nochmal eben in unserer neuen City ein wenig weiter ausbauen, weil den Leuten fehlt noch Futter. Oh, wir haben die Arbeiter an. Ach, siehst du, das ist gerade auch noch ein Teil vom Projekt hier. Und da brauchen wir gar nichts machen. Das läuft von alleine. Das finde ich gerade sehr praktisch. Das finde ich gut. Ich mag solche Aufträge, wo man nichts machen muss. So, da sind wir auch schon wieder. Werfen wir mal einen Blick drauf. Boah, die Arbeiter steigen. Achso, ja, natürlich steigen die gerade, weil natürlich wir ihre Güter, die ganzen Güter wiederbringen. Halt Nahrung und so weiter. So, hier können wir auch noch einen reinpacken. Minus 19. Eieiei, da müssen wir echt aufstocken hier gerade. Ups, der war daneben. Oh, plus 13 schon wieder. Ja gut, dann warte mal, wir machen den... Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis. Okay, wir haben eigentlich von allem soweit sonst genügend. Neuroimplantate wären jetzt halt das Nächste. Ah, da bin ich immer so ein bisschen so... das ist immer so... ja, jetzt müssen wir wieder in die Arktis und so. Ich bin da nicht gerne, gebe ich ja offen zu. Ich bin da nicht sonderlich gerne in der Arktis. Ist so unfreundlich einfach dort alles. Gebe ich ja ganz offen zu, wieso haben wir so viel Iridium auf einmal? Ach, bestimmt, weil wir so viel eingerissen haben. Bin ich mir relativ sicher. Wie sieht es denn mit dem Generator aus? 2. Wow, Wahnsinn. Aber vielleicht wird es ja noch besser, wenn wir den ein bisschen ausbauen. Hier haben wir auch noch Aufträge. Ach, guck mal, das eine Schiff, was hier stand, ist weg. Der eine Auftrag, das ist ja komisch. Naja, macht denn über das hier? Iridium. Willkommen, wie geht es Ihnen? Sehen Sie, mein Freund, ich habe hier einen Job, für den... Gut, dass Sie hier sind. Ich brauche eine kompetente Person für diesen Auftrag. Das klingt ja alles ganz gemütlich. Sehr schön. Das klingt alles ganz gemütlich. Machen wir mal eben, weil ich fahre mal hier ein bisschen weiter vorne hin. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter vorne hin. Das machen wir mal eben, gibt der Iridium. Und Iridium, ne, wisst ihr ja, das können wir immer gebrauchen. So, und wieder raus. So, ich drücke immer mal zwischendurch die Beschleunigungstaste. Weil ich will euch natürlich nicht langweilen mit den ganzen, ich hol mal eben was ab, Aufträgen. Volle Kraft voraus. Wupp, das ist easy going. So, die müssen jetzt dann wohin? Die müssen da oben wieder hin, alles klar. Aber so können wir uns halt... Ich werde die Konditionen unserer Zusammenarbeit auf den Prüfstand stellen. Bitte was? Hallo? Na prima. Dann kannst du dich ja gleich noch um das hier kümmern. Entschuldige bitte, ich war gerade dabei. Haben die zeitliche Begrenzung? Ja, ich habe... Eigentlich ja nicht. Seltsam. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 75 Baubots aus Ihrem Raumhafen und liefern Sie diese zu Trenchcoats Handelsschiff. Das geht schnell. Das haben wir in 0, nix erledigt. Plopp. Und bringen das mal eben schnell rüber. Oder sind wir auch schon wieder ein Stückchen weiter? Plopp. Nicht übel. Allerdings hat die Sache... So, Energiebilanz ist auch... Ah, wir sollen eine Energiebilanz von 2000 halten. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Verbrauchen Häuser eigentlich Energie? Sie hier? Tut mir leid. Tatsächlich nicht, obwohl es ja eigentlich keinen Sinn macht, ne? Eigentlich müssten die ja ebenfalls Energie verbrauchen, weil, ja, macht halt einfach Sinn. Und so, und ich sehe gerade, wir können ausbauen und von dem her machen wir das gerade mal. Den da hinten fehlt immer noch ein Sendemast. Den könnten wir da eigentlich mal irgendwo hinstellen. Ich mache jetzt mal eben Folgendes. Wir ziehen hier einfach mal so ein bisschen durchs Land. Und bauen die Geschichte hier mal wieder ein bisschen weiter auf. Ich will die kleinen Häuser nicht aufbauen, muss ich ehrlich sagen. Sondern eigentlich nur die großen. Und die kleinen möchte ich gerne klein lassen. Und hier können wir nicht mehr, weil zufriedene Arbeiter können... Achso, fehlende Gebäude dieser Art. Okay, haben wir also das Maximum gerade wieder erreicht. Und wir sind nur im Saft ins Minus gerutscht. Das ist gemütlich. Das machen wir mal eben schnell. Ich ziehe hier mal nochmal eine neue Straße lang.
die natürlich ganz professionell verlegt wird. Und dann stellen wir hier entsprechend nochmal so ein Dingens hin. Und ach komm, wir bauen den auch gleich wieder voll aus. Kann man hier eigentlich? Nee, kann man immer noch nicht. Ich will immer so gerne dann auch hier einfach langziehen, dass er die Dinger baut, aber da will er dann wieder nicht. So, Moment, wir brauchen eine Übersicht, wie viele Früchte wir haben. 48, da können wir noch, da können wir, da ist fertig. Hier könnten wir wahrscheinlich, nee, da könnten wir nicht mehr, okay. Dann brauchen wir hier nochmal eine zweite. Ich pack die mal direkt da oben hin. 24 haben wir noch an Fruchtzeug. 8 und 0 und dann sind wir auf plus 31. Wunderbar, da können wir auch irgendwann vielleicht mal von hier exportieren, weil hier können wir natürlich ziemlich schnell eine ziemlich hohe Produktion hochziehen. Und wir haben vielleicht jetzt gerade mal ein Drittel der Landesfläche hier belegt. Ich meine, wenn du mal hier oben schaust, hier ist noch alles unberührt. Hier geht noch unsere kleine Landstraße lang und so und hier unten ist immer noch alles unberührt. Ich will auch nicht unbedingt alles zukleistern mit Häusern. Ich will halt wirklich eine große Stadt bauen, aber ich will nicht alles zukleistern. Halt einen großen Teil, eine riesen Stadt, aber nicht alles. Das ist dann wieder ein bisschen zu viel. Und wir haben hier unten ja auch noch so Inseln, ne? Jetzt muss ich mir gerade mal anständig hinsetzen hier. Wir haben hier auch noch so Inseln, die wir auch noch überhaupt nicht anzapfen. Hier hätten wir zum Beispiel nochmal ein paar Flussbauplätze. Ich glaube, wenn da mal 1, 2, 3, 4, 5 Flussbauplätze auf jeden Fall noch. Das ist ganz gut. Meine Preise sind so niedrig, dass ich selbst nicht weiß, wie ich das hinkriege. Ja, Iridium scheint ja sehr günstig zu sein im Moment, so wie ich das sehe. Alter, Iridium war mal viel günstiger, mein Freund. Das kannst du ja gar nicht mehr bezahlen. So, ich stopp mal ganz kurz unser Vorräte auf. Gute Dienste leisten. So, wenn er das gerade schon alles so schön im Angebot hat. Das hier haben wir, glaube ich, überhaupt nicht hier, ne, in Teddyweir. Weil wir brauchen das noch. Alter, was bitte diese Replikatoren kosten, ne? So, und hier, das nehme ich nicht mit, das ist mir zu teuer. So, was haben wir hier? Normalerweise beteiligen wir uns nicht an Kooperationen. Finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Gibt ein paar Graphen dafür. Sie haben gute Arbeit geleistet. War besonders schwer, der Auftrag auf jeden Fall. So schnell hat man sich mal 19 Stück davon besorgt. Was ist denn hier los? Was? Und da ist er weg. Laut der Kampfdaten, die ich erhalten... Mann, oh, die hauen tatsächlich nach einer Weile ab. Und das Ding hier? Wir können ja mal versuchen, ob wir den noch mitnehmen können. Ich habe aber das Gefühl, dass er gleich verschwinden wird. Weil der vermutlich zu dem anderen Auftrag gehörte. Denke ich mal, ich weiß es nicht. So, und was machen wir mit der Drohne? Ach, das ist von ihm. Zerstören Sie die Bomber... Die Bombarder, was für ein Name? Der Orbital Watch mit der Drohne. Wo sind denn die? Ah, da unten. Ja, dann mal ran, ne? Bisschen was kaputt machen, das ist immer schön. Ja, der fängt schon mal an. Volle Kraft voraus. Feuer frei. Das ist ein schöner Screenshot-Moment hier gerade. Mach ich gerade mal, ne? Ach, herrlich. Immer wieder zwischenchecken, ob ich das Mikro auch eingeschaltet habe. Ich bin seit dem Vorfall mit der Ark-Folge bin ich da so ein bisschen, ne? Vorsichtiger geworden. So, jetzt gerade nochmal hier schön mit Panoramablick. Ah, herrlich. Vor allem, wie schön das dann da so knallt und so, ne? Ich finde das super. Ah, wunderbar. Und bomm. Und noch ein Screenshot. Ah, herrlich. Ich mag es, Screenshots zu machen. Die eignen sich immer so wunderbar für irgendwelche Thumbnails. Aber ich würde das ja nie dafür verwenden. Das macht man ja nicht. Hier kriegt man sich ja auch noch was Schönes hin. Es tut mir leid, ich mache einfach gerne Screenshots, vor allem, weil das hier so genial aussieht. Lächeln bitte. Bitte lächeln. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und unser Engagement wird belohnt mit 21 Iridium. Und hier, da brauchen wir immer noch Energie. Da können wir gerade gar nicht machen, da können wir gerade gar nicht machen. Oder wollen, vielmehr denn auch gerade gar nicht. Bestätigt. Fahren wir hier mal wieder rüber. Dann, ja, Energiebilanz halt, ne? Und so, warte mal. Unsere Bilanz ist ja schon wieder fatal am Steigen. Da können wir vielleicht mal... Was? Haben Sie ein Gebäude? Ich kann es leider hier unten nicht lesen, weil genau dort ist das Overlay von... Du hältst dich immer noch an die vom Aufnahmedingens, ne? Ubisoft Club.
verbunden. So, unser schöner Fusionsreaktor. Ich möchte hier gerne noch ausweiten natürlich. Nehmen wir mal eben diesen Fusionsreaktor und schieben ihn ein Stück weiter darüber. Und dann ziehen wir hier nochmal die Straße ein Stück länger. Oder Pfad, wie du es nennen willst. Ich nehme hier nochmal eben die Titanplatten mit. Und dann möchte ich gerne noch einen zweiten bauen, ne? Weil der so dezent viel Energie herstellt, sind ja nur 16.000. Möchte ich da gerne noch einen weiteren bauen. Ich habe gerade so eine geile Idee, die ich eigentlich gerne umsetzen möchte. Könnte ein bisschen riskant werden, aber ich möchte es trotzdem ausprobieren. Wie groß ist denn, warte mal, das ist glaube ich genauso groß, ne? Jetzt muss ich muss mal ganz kurz ein bisschen rumexperimentieren. Ja, warte mal, ich muss hier erstmal absichern. Das ist mir zu riskant, hier einfach rumzubauen. Sekunde. Ich ziehe einfach mal hier hinten noch eine Straße lang. Und butter hier nochmal ein paar Dingens hin. Ein paar Schilde. Ich habe keine Lust, dass ich dann da experimentieren bin und auf einmal boom. Genau so ungefähr. Nur ein bisschen schlimmer. Ich nehme mal ganz kurz das Teil. Pack das da nochmal hin. Dann nehme ich den. Ziehe den auf jeden Fall hier mal ein Stück nach hinten. Und der müsste dann noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Der müsste eigentlich genau hier hin. Das heißt, wir müssen die Straße hier unten nochmal ein Stück wegrupfen oder ein bisschen weiter nach hinten verlegen. Ich mach das mal so. Usch. So kann ich hier auch direkt... Hallo? Manchmal will er nicht. Ich mach das mal so. Und so. Und dann nehme ich den mal eben ganz kurz und dann ziehen wir den hier mal ein ganzes Stück nach da unten weg. Transfer Output Transferroute ineffizient. Ja, ich weiß. Ursache: fehlende Waren. Kommt der gleich. Pass mal auf, mein Freund. Scheiße, Output, ich hab... Output von Transfer Output, Auto, und die Welt explodierte. So, Moment, so. Transferroute leidet Output von Heul doch! Ursache? Mir scheißegal! Ach so, ich hab falsch gebaut. Das war der Hups. Das war der Ursache. Jetzt geht es ja gut. Ja. Ich bin ja gleich so weit. Jetzt kackt der doch nicht gleich ins Hemd, Mensch. Meine Herren, das gibt's doch nicht, ey. So, Moment, zählt das nicht als Verkehrsanbindung? Nein, das zählt nicht als Verkehrsanbindung. Okay, dann lasse ich mal ganz kurz von meinem Plan ab. Der war nämlich nicht so gut. Ah, natürlich, warte mal, das kann man ja anders machen. Moment, lass mich überlegen. Nein, ich lege gerade keine Wurst. Ich überlege, ich ziehe den mal nochmal ein Stück weiter darüber. Output von Transferrouten bei null. Ja, jetzt beruhig dich mal wieder, Mensch. Ist ja schlimmer als irgendwie, weiß nicht. Output von Transferrouten bei null. Ja, jetzt nicht mehr. Gegenmaßnahmen empfohlen. Siehst du, wie toll das ist? Siehst du, wie wenig Output Magnetit wir haben, dass ich das nicht vollständig beenden kann? Scheiße. Ursache: fehlende Waren. Ich wollte hier so eine Art Energiepark bauen, ne? Output von Transferrouten. Alter, jetzt bleib doch mal ganz geschmeidig, mein Herr. Wir haben mehr als genug Energie jetzt, also, ne? Ein Wort des Dankes wäre auch schön. So, ich mache mal eben den hier und dann bauen wir das Ganze nochmal ein wenig. Also, wir passen das Ganze nochmal ein wenig an. Könnte natürlich auch hier so noch Straßen lang ziehen. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen am Rumexperimentieren. Das muss man einfach auch mal machen, ne? Bei Anno. Ich meine, ist ja schließlich eine Aufbausimulation. Mehr oder weniger. Zum einen ist es eine Wirtschaftssimulation, zum anderen eine Aufbausimulation. Kannst du sehen, drehen, machen, wie du willst. Dann packen wir nämlich hier einen hin, dann packen wir hier noch den anderen hin. Und den Reststraße, der jetzt hier noch so dranhängt, den rupfen wir mal wieder weg. So, das brauchen wir hier dann auch nicht mehr. Das hängt nämlich da oben dran. Dann brauchen wir auch das hier nicht mehr. Tut mir leid um euch Lastwagen. Rupf, habe ich euch mal die Straße unterm Hintern weggezogen. Den hier brauchen wir dann ebenfalls nicht mehr und den hier auch nicht. So. Das sieht irgendwie viel geiler aus, finde ich. Wahrscheinlich kann man da noch wesentlich besser und effizienter bauen. Aber ich finde, das sieht so episch aus irgendwie. Und unsere Bilanz verträgt es gut.
Jetzt benötigen wir nur halt ein bisschen Magnetit. Da gucken wir mal ganz kurz. Nee, da nicht. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, auch wenn es schweineteuer ist. Das ist heiße Ware. Ja, weiß ich. Vorsichtig. Natürlich bin ich vorsichtig. Kennst mich ja. Siehst du so einen Atompilz im Hintergrund? So, fertig. Das war mein Plan. So wollte ich das umsetzen. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schicki. Und wir haben vor allem jetzt eine verdammt üble Energieproduktion, die tatsächlich sogar total problemlos hier gerade läuft. Wir müssen überhaupt nicht nachrüsten. Mal, wie viel brauchen das hier? Kann ja nicht viel sein. 9. Das ist ja echt nix. 9. 9 Fusionszellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, so kann man nicht rechnen. Es sei denn, der hier braucht 3. Ah, wir können auch Finanzrechner dran packen. Boah, wir können... Warte mal, mein Freund. Wir können da Finanzrechner dran packen. Ey, jetzt ist aber hier... Warte mal, wie viele können wir da bauen? 5 Stück. Okay, das wird leider wahrscheinlich nicht ganz symmetrisch am Ende. Aber ist mir relativ egal. Weil die Finanzrechner, mit denen können wir ja die Kosten massiv senken hier. Da muss ich nur gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Ja, am besten genau so machen wir das mal, ne? Kriegen wir auf jeden Fall 1 Million Credits zurück bei beiden. Da sind wir steinreich danach. Bringt uns aber überhaupt nichts. Ach komm, wir packen das hier einfach dran wie so ein Krebsgeschwür. Das war es auch schon. Ach, warte mal, da können wir vielleicht, wenn wir jetzt hier... Da sieht es wenigstens ein bisschen einheitlich aus. So. Und eben so. Und auf der anderen Seite noch. Alter, siehst du das schon an der Bilanz? Da tut sich was, mein Freund. Hier wird es ein bisschen schwieriger, weil wir da noch die Türme dazwischen haben. Da können wir vielleicht mal eben irgendwie so hier. Ich mache das mal so. Soll ja auch noch ein bisschen schnieker aussehen am Ende. So, 27.000. Mal schauen. 36, alter Schwede, fast 10.000 zurück. So, sieht jetzt ein bisschen kribbelig aus und nicht mehr ganz so geil wie am Anfang, aber naja, macht ja nichts. Dafür haben wir auf jeden Fall unsere Bilanz gleich mal um knapp 20.000 wieder hochgezogen. Meine Herren, wie sich das lohnt. Ne, nicht ganz 20.000, sind 15.000, naja, ist ja egal. 15.000 haben wir rausgeholt an Bilanz dadurch. Das ist ein schönes Sümpchen meiner Meinung nach. Und wir haben eine Wahnsinns-Energieproduktion jetzt. Die können wir mal eben gerecht verteilen. Wir haben hier, das kann man leider, glaube ich, gar nicht, kann man das sehen? Doch hier. Verbrauchte Energie 1700 irgendwas. Okay, das ist ja easy. Machen wir das mal folgendermaßen. So, so. Ja, genau. Nur so ein bisschen Energie, ne? Da schicken wir mal, ich würde sagen, da schicken wir mal glatt 3000 rüber. Das sollte erstmal reichen. Flupp. So, verarbeite Informationen. Da oben haben wir einen Verbrauch von 6.000, ja, ein bisschen über 6.000. Da schicken wir vielleicht mal 7.000 oder vielleicht, ja, schicken wir mal 7.000 rüber. Haben wir so viel noch? Locker. Gar kein Problem. Neue Route. Zack, zack. Also machen wir gleich mal so hier. 7.000. Bestätigen. Verbunden. So, dann können wir nämlich die ganzen Energiekraftwerke überall einreißen. Vor allem hier oben im Eisgebiet wird das wahrscheinlich viel bringen, denke ich mal. Und das könnte jetzt im Nachhinein unserer Bilanz echt gut tun. Vor allem jetzt auch mit den Finanzrechnern. Habe ich vorher überhaupt nie dran gedacht, dass man da ja mal einen Blick drauf werfen könnte, ob man vielleicht Finanzrechner bauen kann. Und die haben sich echt gelohnt. Die haben sich wirklich gelohnt. Dann können wir hier nämlich mal diese alten Windparks einreißen, weil unsere Energie ist nun noch sauberer wie vorher. Da ist auch noch einer. Dann schaffen wir da nochmal ordentlich Platz. Da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Kriegen wir noch Graphen zurück, ne? Graphen. Und ich glaube, hier unten ist gerade nichts mehr. Haben wir hier nicht noch ein Ding ins Kraftwerk? Natürlich haben wir hier. Bam, weg damit. Schön. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Es ist mir so scheißegal, mein Freund. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, hier haben wir keine Kraftwerke mehr. Dann gehen wir nochmal ins Eisgebiet rüber. Musik passt gerade so richtig schön episch. Die weltweite Energiekrise wurde aufgelöst.
durch unsere elektrolytischen, oder was doch mal, Elektrolyse vor allem, das passt so richtig schön, ja, weil es auch so viel Sinn ergibt. So, hier haben wir Kraftwerke, die insgesamt 5600 Energie herstellen. Und die, ja gut, es geht von den Kosten her noch. Wobei, hier kleben auch noch Finanzrechner dran. Bäm! Oh, scheiße, das hat Wärme hergestellt. Ach, Mensch, dann stellen wir halt irgendwas anderes an, das Wärme herstellt und heulen hier rum. Warte mal, was stellt denn Wärme her? Geothermie, das ist doof. Wissenschaftler. Das stellt leider keine Wärme her. Mann, kann man hier nicht einfach ein riesen Lagerfeuer irgendwie hochziehen? Das ist ja blöd. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Boah, ja gut, da fehlt es jetzt einfach an Wärme. Das ist doof. Ach komm, weißt du was? Ich stelle jetzt hier ein Kraftwerk hin. So, dann haben wir halt da nochmal ein bisschen mehr Energie. Und da packen wir einfach nochmal ein paar Dingens dran, ein paar Finanzrechner. So, dann ist auch nicht mehr so teuer. Und dann haben wir halt da nochmal 400 Energie obendrauf. Dann heulen sie nicht rum. Und dann ist das auch schon wieder schick. So, aber wir haben hier irgendwo noch geothermale Turbinen. Die können wir jetzt auch einreißen. Wamsch! Und das hat wahrscheinlich auch Wärme hergestellt. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Wieso stellt denn hier alles mögliche Wärme her? Das ist doch echt... Nee. Okay, packen wir halt wieder Finanzrechner dran. Ich glaube, in Zukunft... Ja, wobei, du kannst ja leider nicht sagen, dass du nur bestimmte Teile einreißen willst. Gut, 300, das geht jetzt. Haben wir noch irgendwo ein Kraftwerk, was hier unten, ne? Hatten wir zwei Kraftwerke sogar noch. Da ist die Wärme scheißegal. Kriegen wir so noch ein schönes Sümpchen zurück. Hier fördern wir Aluminium. Hier fördern wir, ich glaube, Methan können wir ja dann auch größtenteils wegrupfen. Das hier ist Molybdän. Das auch. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich eine massive... Boah, Alter, wie viel Methaneis wir einfach haben. Brauchen wir das noch für irgendwas? Ich glaube, ja, ne? Für Deuterium brauchen wir das nicht. Hier brauchen wir. Für Superkühler brauchen wir Methaneis. Und da kriegen wir am Ende hier diese Hardwarefabrik. Gut, so viel brauchen wir aber längst nicht im Moment. Und die kosten richtig Geld, diese Methan-Dinger. 17, wie viel stellt der noch her hier? 6, ja gut, den können wir auch noch einreißen. So, haben wir noch, immer noch 11. Die Aluminiumline, die lassen wir mal, wo sie ist. Da ist nichts mehr mit Methaneis. Boah, Bilanz einfach 50.000 jetzt. Meine Güte, wie sich das lohnt. Das lohnt sich doch, also kannst nichts sagen. Haben wir noch einen weiteren Methan-Dingens hier? Der stellt jetzt wie viel her? 24. Wir haben eine Produktion von 24, einen Verbrauch von 13. Da können wir eigentlich, theoretisch könnte man da wahrscheinlich noch reduzieren. Wir haben zu viel Energie, by the way. Viel zu viel, immer noch. Ja gut, die Dinger hier brauchen natürlich auch gut. Ja, es geht eigentlich. Ich würde hier aber gerne noch reduzieren, weil wir brauchen gar nicht so viel Methaneis. Deswegen, ich glaube, es rentiert sich. Zumindest nachhaltig gesehen. So, 7. Und dann bauen wir vielleicht noch einen dran. Dann sind wir auf minus 1 und noch einen. Na gut, hat sich jetzt nicht... Na, wobei, immerhin 600. Die Akkumulatoreinheit schenken wir uns einfach mal. Wir haben genug Energie. Wir können damit um uns schmeißen, Blitze um uns werfen, weil wir einfach so viel Energie haben. So. Cool, ey. Da haben wir jetzt richtig was geschafft. Finde ich echt genial. Die gesamte Energie holen wir uns nun vom Mond. Super. So muss das laufen. Dann werfen wir nochmal einen letzten Blick eben hier rein. Vielleicht hat sich da noch was abgehakt. Mit der Forschung müssen wir dann auch nochmal schauen, dass wir das ins Lot bekommen. Hat sich hier noch was abgehakt? Ach, die Energiebilanz. Ja, da kommt, das können wir nochmal schnell machen. Die Energiebilanz. Welche ist denn das? Hier, der hier. Komm, da ziehen wir mal auf 5000 hoch und dann sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich. So. Zack und zack. Sortiere Daten. Dieste und schon ist das Problem gelöst. Ey, wie viele Routen wir einfach haben. Es gibt nur noch eine Route, die extern ist. Die müssen wir dann auch nochmal irgendwie in Angriff nehmen. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass ich die in Angriff nehmen will. Aber ihr kennt es ja.
Also, dann, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann schon bald wieder, entweder in der nächsten Folge Anno 2205 oder eben in einem anderen Let's Play. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bald wieder. Ich glaube, ich habe mich jetzt wiederholt und habe gar nicht richtig gemerkt, was ich eigentlich für ein Shit vor mich hin laber. Also dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. See ya!